Thank you.
das Leute ziehen da. Oh,
Herren Fußball, die mich bemüht haben, hier immer alles so in Ordnung sein sollte.
Nachmittag, also auch Richtung TSV Lende. Den Keller für den zweiten, den Pokal für den ersten, gibt es aber erst, wenn die Medaillen von Kroberer verteilt wurden. Deswegen geht es jetzt erstmal los mit den Medaillen für den heute für den zweiten Sieger, der gute Mannschaft von TSV Brode. Herzlichen Glückwunsch heute dennoch an euch zum Erreichen des Pokalfinals. Alles Gute für heute und natürlich auch für die zukünftige Serie. Der Sieger heute ist, das haben wir ja alle hier erlebt, nach einem guten Fußballspiel heute. Und zurzeit scheinen wir ja auch die stärkste Mannschaft in unserem, jedenfalls bisher, wie wir es wissen. Denn es entscheidet sich ja in der nächsten Woche erst die stärkste Mannschaft oder eine der beiden stärksten Mannschaften unseres Fußballkreises, nämlich WSV Wolfenbüttel 2. Hier gibt es jetzt erstmal die Goldmedaille. Das macht Jörg. So, und solange hier die Medaillen verteilt werden, vielleicht noch ein bisschen was organisatorischen. Das Ganze wird ja gesponsert von der Krombacher Brauerei, wie ihr wisst, und ist ja auch hinterlegt mit Geldprämien. Der zweite bekommt 150 Euro, der erste nachher 200 Euro von der Krombacher, unserem Fußballabteilungsleiter. Aber dafür müssen wir auch noch ein Foto ableisten. Und hier, Thorsten, kommt dran. Der wird euch nachher dirigieren in ein Tor. Und wo ihr dann bitte auch noch ein schönes Mannschaftsfoto von euch machen müsst. Das ist wichtig für Krombacher, damit ihr auch weiter das Geld hineinfließt. Das bitte viel Geld, das wisst ihr sicherlich. So, für den TSV im Rot gibt es einmal als Geldprämie. Nein, die hat's nötig. Von TSV im Rode, diesen wunderschönen versilberten Teller. Herzlichen Glückwunsch. Ihr findet bestimmt euer Verein am guten Platz. Alles Gute für euch. Vielen Dank für das Ding. Herzlichen Glückwunsch, TSV Wolfsburg 2, alles Gute, auch für euch nächstes Jahr, natürlich, danke,